Hallo, ich bin Martin Klappek, Präsentationscoach. Ich beobachte immer ganz gerne wieder Profis, wenn sie präsentieren und habe mir mal Herrn Scholz angeguckt bei seiner Rede in Sharm el-Sheikh auf der Klimakonferenz und er hat zwei Fehler gemacht, die ganz, ganz viele Redner machen. Hier Fehler Nummer 1. Russlands brutaler Krieg gegen die Ukraine stellt die europäische und internationale Friedensordnung. Doch noch etwas führt Russlands Krieg uns vor Augen. All das macht die zentrale Aufgabe unserer Zeit noch dringlicher. Ja, Herr Scholz hat mit dem Oberkörper gewackelt, als würde er ein schwankendes Schiff betreten. Und das nimmt enorm an Wirkung. In meinem Präsentationscoaching machen wir dazu eine ganz gezielte Übung. Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Übung vorschlagen für den Oberkörper. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Haken im Kopf. Ja. Und durch das Haken ist ein Seil gespannt. Ja. Das Seil wiederum geht zur Decke und ist über einen Flaschenzug, kennen Sie vielleicht, schon umgeleitet. Und Sie werden jetzt hochgezogen. Machen Sie das mal mit. Bis auf Zehenspitzen bitte, dass Sie auf Zehenspitzen stehen. Genau, und lassen einen Moment halten. Und dann lassen Sie das Seil durch den Flaschenzug zurückkommen. Und dann haben Sie eigentlich einen optimalen Stand. Es freut mich, dass wir heute zumindest virtuell zusammen sein können. Viele Redner machen den Fehler, dass sie ablesen. Und sprechen, während sie noch ablesen. Das heißt, man sieht dann so die Schädeldecke. Hier Fehler Nummer 2 bei Herrn Scholz. Jedes Zehntel Grad Erderwärmung weniger bedeutet zugleich weniger Dürren und Überschwemmungen, weniger Ressourcenkonflikte, weniger Hunger und Missernten und damit mehr Sicherheit und Wohlstand für alle. Ja, natürlich hält Herr Scholz viele Reden und kann nicht alles auswendig behalten, das ist völlig klar. Was kann er tun? Er kann sich die wesentliche Information auf einen Zettel schreiben, auf den Zettel blicken, Blickkontakt aufbauen und dann sprechen. Was war hier die wesentliche Information? Die wesentliche Information ist, dass ein Zehntel Grad weniger Erderwärmung viele positive Konsequenzen hat. Und eigentlich reicht es, wenn er aufschreibt, ein Zehntel. Wenn er jetzt diese Konsequenzen, die er sowieso schon kennt, die automatisch kommen würden, auch noch auf den Zettel schreiben möchte, kann er das auch tun. Und dann auf den Zettel gucken, Informationen abholen und sprechen. Das könnte dann so aussehen. Jedes Zehntel Grad weniger Erderwärmung führt zu weniger Dürren, zu weniger Hunger, zu weniger Ressourcenkonflikte und damit zu mehr Sicherheit für uns alle. Und das kann man ganz gezielt trainieren. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, nehmen Sie bitte gern mit mir Kontakt auf. Und wir können dann über Ihr Coaching sprechen. Tschüss.